Hallo PK-Freunde, hier ist der Dominik von PK-Filme.de und was begrüßt uns am Stand von Panasonic? Natürlich der CZ59 4K OLED-Fernseher mit 65 Zoll. THX zertifiziert Display. Und ja, was wir sehen, gefällt uns auf jeden Fall. Das Display selbst wird, wie man vermutet, von LG hergestellt. Die Technik und die Bildverbesserung von Panasonic kommen aber natürlich dann hier zum Tragen. Das Bild ist echt klasse. Also muss man echt sagen, da kann man eigentlich wirklich nur direkt mit den LG-Geräten vergleichen und die performen ja auch sehr gut. Wobei hier muss ich jetzt noch gestehen, aktuell die Abstufung von Schwarz in ganz leichtes Schwarz oder so sind hier eigentlich vielleicht ein bisschen besser. Aber das könnte man wahrscheinlich auch erst im direkten Vergleich sehen. Das Modell hat auch einen sogenannten Quattro-Tuner, was eigentlich nichts anderes ist als zwei Twin-Tuner. Einmal mit DVB-T2, einmal DVB-C, DVB-S2 und das nochmal Twin als TV2IP-Tuner. Das heißt, man kann dann die ganzen Videos, die Fernsehstreams, kann man dann zum Beispiel ins Heimnetzwerk übertragen und auf das Smartphone, Tablet, PC und sonstigen kompatiblen Geräten anschauen. Hier, also vor allem hier diese Nachtdemo, unglaublich gut. Und hier ist wirklich dieser Übergang zu diesem hellen Leuchten bis zu dem kompletten Schwarz ganz oben wirklich 1A. Mehr Infos zum Fernseher findet ihr auf 4kfernseher.de und 4kfilme.de.